hätte es Krieg gegeben. Schon besser. Hier Großmarschall Cecchetta. An das gesamte Personal. Das war mal ein ordentlicher Kampf gestern Abend. 1:10 in der Unterzahl. Und trotzdem haben wir die Imperialen zurückgeschlagen. Der Sieg naht, Leute. Macht so weiter, dann können wir alle bald nach Hause gehen. Großmarschall Cecchetta. Ich habe Gerüchte gehört. Die Leute sagen, dass die Republik Balmora verlassen hat. Nun, ich bin zwar nicht mehr in der republikanischen Armee, aber ich bin trotzdem noch Patriot. Also sagt das ja nicht in meiner Anwesenheit. Der Vertrag hat uns vielleicht keine große Wahl gelassen.
aber das Volk der Republik steht noch immer hinter euch. Ich möchte über Opfer sprechen. Meine Truppen und ich haben unsere Heimat in der Republik aufgegeben. Aber ihr anderen, ihr hattet keine Wahl. Euer Planet wurde euch weggenommen. Ihr gebt alles auf, um ihn zurückzuholen. So sieht es aus. Yeah.
Darth Lakris, könnt ihr mich hören? Ich fahre jetzt die Barrikaden der Balmoranischen Waffenfabrik herunter. Ich höre euch sehr gut. Wir scannen jetzt das Innere. Moment! Jemand muss diese Störung unterbinden. Entschuldigt die Unterbrechung. Ich bin Großmarschall Cicchetta, ehemals von der Republikanischen Armee. Ihr seid also der stolze Anführer dieser feigen Mem? Wenn sie so feige sind, wieso habt ihr sie dann in all den Jahren nicht besiegt? Ich bin nicht so dumm, wie ihr annehmt. Als mir klar wurde, dass ihr unsere Verteidigung ausschalten wollt, habe ich ein paar Freunde geschickt. Hier Jedi-Ritter Ralon Nys. Hier der Tempest-Trupp. Frische Freiwillige, die eine Auszeit genommen haben, um sich dem balmoranischen Widerstand anzuschließen. Nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Erwartet ihr, dass ich euch abnehme, dass diese Leute ohne Befehl der Republik handeln? Sie verletzen den Friedensvertrag, indem sie den Widerstand unterstützen. Ralon, seid ihr auf Befehl der Republik hier? Nein, Sir. Da habt ihr es. Los, los! Könnt ihr mich hören? Der Kanal ist noch offen. Hat Cicchetta einen Jedi geschickt? Zusammen mit einem Team der Sondereinheiten. Er meinte, sie gehören nicht zur Republik. Das sieht ihm ähnlich. Meine Leute führen einen vollständigen Scan der Fabrik durch. Jetzt, wo die Verteidigung deaktiviert ist. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mein Sith Lord, wir empfangen ungewöhnliche Signale aus dem Innern der Anlage. Es scheint eine Hyperraumboje zu sein. Das kann doch nicht möglich sein. Sie müssen Jahrzehnte dafür gebraucht haben. Unterschätzt ihre Techniker oder Ressourcen nicht. Was kann sie? Theoretisch können Raumschiffe der Boje folgen und innerhalb des Systems fast direkt über der Oberfläche aus dem Hyperraum kommen. Die Republik fliegt Verstärkung direkt zur Balmoranischen Waffenfabrik und umgeht unsere Verteidigung. Ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Scannt nach feindlichen Transportern, die sich der Fabrik nähern. Empfange Signale. Da draußen sind Dutzende von Schiffen. Nach der Silhouette zu urteilen, republikanische Sondereinheiten. Triumph-Klasse. Genau wie im Krieg. Mehrere Angriffsteams, strategische Ziele, ein Jedi pro Trupp. So haben sie ganze Planeten eingenommen. Sie wissen, dass wir sie orten. Sie beeilen sich jetzt mit den Landevorbereitungen. Wenn sie unterwegs zur Fabrik sind, können wir sie vom Boden aus aufhalten. Einverstanden. Schaltet die Landeplattformen und Lenksysteme aus. Ich schicke Angriffsstaffeln, die diese Schiffe vom Himmel holen werden. Wenn ihr mich jetzt enttäuscht, gehen wir mit Balmorra unter. Wir sehen uns. Na, wie läuft's? Schon besser. Thank you.
Besser. Wir reden später. Versprochen. Hier Darth Lacris. Unsere Schiffe nähern sich den republikanischen Transportern. Zerstört weiterhin die Landeplätze und es wird für den Feind kein Entkommen mehr geben. Staffeln eingesetzt. Wir haben 6 republikanische Transporter besiegt. Ich rufe zusätzliche Bodenluftbewaffnung. Ja.